Die Rettungsgasse. Rasch erklärt und gebildet, weil jede Minute zählt. Die Rettungsgasse auf zweispurigen Autobahnen, Schnellstraßen und Autostraßen. Sobald der Verkehr ins Stocken gerät und ein Stau droht, fahren Sie auf zweispurigen Autobahnen und Schnellstraßen auf der linken Spur so weit wie möglich nach links. Auf der rechten Spur fahren Sie so weit wie möglich nach rechts. Nutzen Sie dabei auch den Pannenstreifen und halten Sie ausreichend Sicherheitsabstand. Das gilt für Autos genauso wie für Motorräder, LKWs und Busse. So kommen Einsatzkräfte ungehindert zu den Unfallopfern. Die Rettungsgasse auf dreispurigen Autobahnen. Sobald der Verkehr ins Stocken gerät und ein Stau droht, fahren Sie auf dreispurigen Autobahnen auf der äußersten linken Spur so weit wie möglich nach links. Alle anderen Spuren fahren so weit wie möglich nach rechts. Die Fahrzeuge auf der äußersten rechten Spur benutzen dabei auch den Pannenstreifen. Das gilt für Autos genauso wie für Motorräder, LKWs und Busse. So kommen Einsatzkräfte bis zu 4 Minuten früher zu den Unfallopfern. Die Rettungsgasse auf vierspurigen Autobahnen. Dasselbe System gilt auch auf vierspurigen Autobahnen. Alle Fahrzeuge auf der äußersten linken Spur fahren nach links, alle anderen nach rechts. Benutzen Sie dabei auf der äußersten rechten Spur auch den Pannenstreifen. So helfen Sie mit, dass wir alle gemeinsam Leben retten. Bei Staubildung Rettungsgasse!